Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Lifehacks der Woche. Und ihr seht schon, hier sind schon richtig schöne Geschenke. Aber Gesche, du hast uns ein paar heiße Tipps und Tricks mitgebracht, wie man sowas kreativ und ordentlich verpacken kann, oder? Genau, und heute geht es insbesondere darum, etwas kompliziertere Geschenke zu verpacken. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Viel Spaß! Man kennt es, man hat das Papier einfach zu klein zugeschnitten und es passt nicht, egal wie man es dreht und wendet. Es bleibt immer eine Lücke in der Mitte frei. Dann muss man das Papier gar nicht wegtun und ein neues abschneiden. Man kann ganz einfach das Geschenk diagonal auf das Papier legen und dann die Ecke hochfalten. Das Dreieck hochfalten und befestigen. Dann beginnt man mit der ersten Ecke, schlägt die leicht um und faltet dann das Papier gerade nach oben und befestigt dann oben die Ecke. Und so geht man von einer Ecke zur anderen, bis alle Ecken befestigt sind. Und dann kann man das Geschenk umdrehen und es sieht wunderbar aus. Wenn man eine besonders schöne Schleife mal herstellen möchte, kann man die natürlich teuer kaufen oder man macht sich die einfach selbst. Das geht wie folgt. Man nimmt sich ein etwas breiteres Geschenkband und wickelt das handflächenbreit um die Hand. Ich würde sagen so ungefähr 8 bis 10 Lagen. Dann schneidet man das Band ab und macht in der Mitte, schneidet man von beiden Seiten einen kleinen Keil in das Geschenkband. Dann befestigt man das Geschenkband auf einem bereits vorgefertigten Geschenk, zieht das fest, macht einen Doppelknoten rein. Dann zieht man die Schleife auseinander, indem man das Band einen nach unten, einen nach oben nacheinander ausbreitet und so auffächert auf beiden Seiten. Dann kann man das noch ein bisschen zurechtzupfen, dass das schön aussieht und man bekommt besonders schönes Volumen. Das Band, mit dem man diese Schleife auf dem Geschenk befestigt hat, schneidet man kurz ab. Das sieht man dann gar nicht mehr und schon hat man eine wunderbare Schleife. Wenn man mal etwas kleinere Kostbarkeiten verpacken möchte, kann man dazu einfach eine leere Toilettenrolle benutzen und daraus eine kleine Schachtel anfertigen. Man muss nur beide Seiten der Rolle einfalten, dass sie fest schließt. Damit es etwas hübscher aussieht, kann man die Rolle mit Geschenkpapier bekleben und noch eine kleine Schleife drumherum wickeln. Et voilà! Wir sind jetzt also fertig mit unseren Geschenken. Das ist ja immer die größte Aufgabe vor Weihnachten. Genau. Morgen ist es soweit. Wir haben also alles schon eingepackt und es kann jetzt so unter den Tannenbaum wandern. Und wir wünschen euch jetzt ein ganz schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, unsere Lifehacks haben euch geholfen, auf dem letzten Drücker noch alles ordentlich zu verpacken. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.